Alt heute eingeschaltet haben. Wenn man nicht immer up to date ist, dann ist man schnell out, also nicht mehr in, und zählt zu den Oldies, die hinter Mond leben. Darüber reden wir heute Nachmittag. Unter anderem mit meinem ersten Gast, dem Georg, der meint, also bitte schön, Midlife-Krisen sind mega peinlich und ab 50 hat man in der Disco einfach nichts verloren. Hier ist der Georg. Was machst du beruflich? Ach, das ist ganz eine lustige Frage. Naja, ich bin im Erotikfachhandel auf der Marienhilfer Straße tätig. Schön. Ja. Und ja, da ist es auch hin und wieder die Möglichkeit, dass auch eher ältere Leute kommen. Ja. Naja, und da und ist es ja auch, ist es auch ganz lustig. Jeder ab, dass du 21 bist? Naja, ja, mehr oder weniger. Viele Leute nehmen es mir schon ab. Oder glauben die meisten, du bist erst 16? Na, das hoffe ich ja doch nicht, oder? Ja. Extra am Bart stehen lassen, damit ich nicht auch schon bis 16. Aha, so. Weil dein Styling ist doch sehr jung. Naja, das hat ja alles einen gewissen Sinn und Zweck. Weil, weißt, ich ziehe halt immer auch das an, was mir gefällt. Und ich ziehe die Hosen an, seit ich ungefähr 10 Jahre alt bin, erste Hauptschule. Wir stecken blieben. Bitte? Ja, sicher, voll. Ja. Geistig auch. Ja. Und, na, Spaß. Auf jeden Fall, und... Ja, und seitdem trage ich einfach die Hosen. Das hat sich halt, bis wenn ich jetzt 21 bin, nichts geändert. Mehr. Was würdest du sagen, was ist ein Oldie? Ein Oldie? Ein Oldie ist prinzipiell einmal die Leute, die einfach sich wegen jedem Klumpert, kleinen Schatz aufregen. Das ist meiner Meinung nach ein Oldie. Das erlebst du auch. Das erlebe ich fast tagtäglich, am Wochenende auch. Immer zum Beispiel, ich bin Skateboardfahrer, bin sehr viel Skateboard fahren. Und zum Beispiel, gehst... Dadurch, dass wir Wien ja die so super tolle Skateboardplätze hat, nämlich nix, ist es so, dass wir uns natürlich dann immer Sachen suchen wie in einem Hof und sowas, wo es Stiegen gibt, wo man halt Skateboard fahren kann. Na, und dann hörst du schon aus dem ersten Fenster so, oh, hört's auf mit den Rollbretteln da, das macht nur einen Lärm und dann Wirbel. Und da denke ich mir jedes Mal, kann man es auch normal sagen? Das muss man nicht mal. Ja, weil es einen stört, weil es laut ist. Ja, genau, weil es laut. Ja, aber das kann man ja normal auch sagen. Weißt, also das meinst du? Wir verziehen uns dann. Aber wenn die das normal sagen würden, würdet ihr weggehen? Haben wir schon oft gemacht. Wirklich? Schon oft. Na, schon oft weggegangen. Gerade wir sind so eine Crew von ungefähr 11 Leuten. Wie muss man es denn sagen, dass ihr verschwindet? Na, einfach runterkommen, sagen, erst Leuteln, ihr macht so den Urlärm, ich habe Kopfschmerzen schon von dem ganzen Gepumper. Ja, könnt ihr euch einen anderen Platz suchen. Es ist ganz easy, dann wegzugehen. Aber danach, da kommen immer gleich Brüller von links, dann kommt die Nachbarin, die auch gleich wieder dazu hilft. Ja, und dann hast du den Schirm offen und dann bleiben wir umso mehr da. Und wenn die von oben, links und rechts und so weiter herunterbrüllen, wie antwortet ihr? Was sagt ihr? Naja, wir antworten dann auch dementsprechend. So wie, ja, wir sind eh gleich weg, obwohl wir gar nicht weg sind. Und ja, ich bin ja ehrlich. Werdet ihr auch mal frecher? Ja, sicher. Jetzt wird dann aber dann frecher, wenn viele ältere Menschen, ja, die dann auch extrem frech wird. So, da hat es schon irrsinnig arge Schimpfwörter gegeben, die wir uns dauernd am Kopf haben müssen. Und dann sage ich natürlich auch meine Meinung dann, ja. Und dann drücke ich mich halt auch aus, du, themagemäß, Oldie lebst auch hinterm Mond, weil sonst da ein bisschen am Becken. Und passiert das tendenziell nur mit den Alten oder auch mit Jüngeren, die sich aufregen? Jüngere Leute, so sage ich jetzt mal so zwischen 30 und 40, so in die Richtung, ja, die können das irgendwie noch ein bisschen mehr verstehen und sagen, heißt Leiland. Also die 35-jährige karenzierte Mutter mit dem Kind regt sich nicht auf? Nein, sie regt sich schon auf, aber nicht in einem Tumult, dass sie aus einer Fliege gleich so einen Elefanten macht. Verstehst du die Welt der Oldies? Nein, ich kann sie aus dem Grund nicht verstehen, weil sie einfach nach einem gewissen Alter, so 50, 60, dann hören es alle immer auf gleich so zum Denken. Und so zum Beispiel das Thema mit technischen Geräten. Da kommt, wirklich, das ist so typisch, hä? Die Oma sitzt zu Hause, kennt sie mit dem Fernseher nicht aus und ruft den Schwiegersohn an. So, ich will nicht mit der Zeit gehen. Na, das interessiert mich nicht. Ja, aber ist ja klar, dass sie sich dann einfach für die Jugend nicht interessieren, weil sie einfach nicht mit der Zeit mitgehen. Und dann haben sie immer, jedes Mal irgendwelche Probleme mit Handys oder sowas. Und hey, ich brauche kein Handy, ich habe mein Telefon zu Hause, ich will nicht erreichbar sein. Das heißt, eigentlich sind diese Konflikte vorprogrammiert. Das ist so. Generationen streiten immer miteinander. Aber jedes Mal. Und das ist ja das Problem. Wenn die mit der Zeit gehen würden und nicht zu Hause sitzen würden und gerade den Fernseher vielleicht einschalten können, weil das hat der Schwiegersohn ja gezeigt, wie das geht, dann
funktioniert doch. Na gut, aber gewisse Dinge, die die Jungen machen, können die Alten einfach nicht mehr mitmachen. Oder kennst du einen 70-jährigen Skateboardfahrer? Na, 70 nicht. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist relativ alt. Wie alt? Wie alt wird die sein? Ich schätze mal knapp so um die 70 herum. Die hat einmal auf einer Geburtstagsparty sogar gestrippt auch. Also sie war so getanzt auf dem Tisch und so. Ja? Was? Und das habe ich halt als recht cool empfunden, ja? Weißt, und die ist auch nicht so eine so wie, kenne mich nicht aus, die hat auch ein Handy und alles. Ja? Und ihr Mann, der zu Hause sitzt, der auch dann die ganze Zeit, der sitzt immer zu Hause und der sagt, ah, der geht mir auf die Nerven, der unternimmt mit mir nichts mehr, der sitzt nicht mehr zu Hause. Und sie ist total fröhlich und macht halt... Eine Charaktersache wahrscheinlich. Ja, ich glaube sehr, dass es Charaktersache ist. Aber leider Gottes ist halt zu viel Charakter in die andere Richtung. Genau. Was sagst du zu den Midlife-Crisis? Da gibt es ja auch noch die Ärgsten. Also, ich muss sagen, da gibt es einen, ja, in meinem Bekanntenkreis, ja, der ist so knapp um die 45 herum und ist jeden Tag auf Party unterwegs. Ja, den triffst du in der Früh vielleicht, ja, so gerade so morgen, 7 Kaffee, arbeiten. Und dann irgendwann mitten in der Nacht, da bin ich schon zu Hause, ja, kommt der dann erst irgendwann nach Hause. Und du glaubst, dass es eine Krise ist? Nein, ich glaube nicht, dass es eine Krise ist. Er lebt halt sein Leben halt jetzt gerade nochmal auf super doll. Ja. Aber das ist peinlich. Es ist halt peinlich. Sie wird halt in einer Disco dann halt recht peinlich. Ja. Warum? Zum Beispiel, ich mache Musik. Ja, ja. Und das ist halt auch genau dasselbe. Ich habe ein Konzert gegeben. Da habe ich halt echt Party gemacht. Waren echt viele Leute dort. Ja, und sehe ich auf einmal, ich meine, nichts jetzt gegen alte Leute. Ja, aber sehe ich so ein Mutterl mit weiße Haare. Ja. Die voll abgeht. Also, ich habe mir halt ein bisschen da, ich meine, ich habe mich eh gefreut, so, ja, hey, cool, ältere Leute auf meine Konzerte. Ich habe mir gedacht, wenn die 3 Promille hat, ist sie aus. Ja, hinter der Bühne steht jetzt Hannelore und versteht die Welt nicht mehr. Herzlich willkommen. Hannelore, hallo. Gehst du in Discos? Nein, nimmer mehr. Nimmer mehr, weil? Nein, weil man der Wirbitz groß ist. Ja. Also auf Konzerte Georg würdest du nicht gehen? Oh ja, Konzerte schon. Von Georg? Nur Disco nicht. Vom Georg? Ich habe seine Musik noch nicht gehört. Die ist super. Ja. Super genial. Naja. Hast du die Hosen ausgeborgt von deinen großen Brüdern? Nein. Ich habe keinen großen Bruder, ich habe eine kleine Schwester, die borgt sich meine Hosen nämlich aus. Das ist halt, ja, ich weiß, dass man das nicht ganz verstehen kann, glaube ich. Naja, das war mal modern, Genau das ist der Punkt, das ist mir jetzt völlig egal, ob es modern ist. Ach so. Es gibt halt den Gefallensschema, ja, mir taugt das halt einfach, wenn ich ausschaue, als hätte ich halt gerade da so, wenn ich das verstehe. Und es gibt auch Frauen, die das gut finden. Ja, bestimmt. Ja, und es ist auch urangenehm. Naja. Also jeder Mann kann erzählen, ich meine, jetzt wenn wir kurz... Da hat man so kleine Schritte machen, da gefallen es mir am besten. Kein ganz große Schritte machen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Man kann auch rennen damit. Ich habe schon einem gezeigt, dass ich schneller bin mit der Hose, als wie einer, der normale Hosen hat. Ja. Aber da gehört ein spezieller Gang dazu, zu der Hose, ne? Ja, auf jeden Fall. Spezieller Gang wäre dann halt, wenn so super cool, ultra cool, so einfallst. Aber das gehört halt nicht wirklich dazu, das ist nur so ein Pseudonym. Wenn du aber daherkommst mit deinen 11 Freunden, so im Style, dann hat die Hannelore ein bisschen Angst. Du hast Bedenken, dass es sich dabei um eine Gang handelt. Nein. Nicht? Angst habe ich gehabt für so junge Buben. Hast du keine Angst, dass die gefährlich werden könnten?